Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir haben heute mal ein paar Birkenstämmchen, die wir umgestalten wollen. Wir hatten ja in einem unserer letzten Videos schon gesagt, dass man solche Schneemänner, wie wir sie aus Büchsen gemacht haben, früher auch aus Holz gemacht hat. Nicht nur früher, kann man natürlich heute auch aus Holz machen. Man muss halt nur solche Stämmchen bekommen. Wir haben jetzt hier mal so eine kleinen Birkenstämmchen. Wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, einfach in den Wald zu gehen oder in seinen Garten eine Birke umzulegen und schnell mal einen Stamm umzuhauen, Du kannst jetzt sagen, wo du sie her hast. der kann solche Stämmchen im Netz kaufen. Wir verlinken euch das. Die sind von der Firma ProHop. Und da könnt ihr dann gerne mal schauen. Wir haben da so einen Bastelshop aufgetan, wo man die ganzen Sachen bekommen kann. Dann muss man sich immer anschauen, wie ist jetzt der Stamm oder dieses Stückchen Holz beschaffen. Was kann ich da drauf malen? Ich habe mir einfach mal so ein Gesicht vorgemalt, um zu sehen, ob ja passt oder passt nicht. Habe mir gedacht, ja, das könnte ein schöner Weihnachtsmann werden. Und deswegen gestalten wir den jetzt einfach mal als Weihnachtsmann, weil viele gesagt haben, oh, ihr macht immer nur Schneemänner, macht doch mal einen Weihnachtsmann. Okay, machen wir Weihnachtsmänner. Dafür gestalte ich mir dann erstmal ein Stück für das Gesicht. Von dem Gesicht vom Weihnachtsmann sieht man ja eigentlich gar nicht viel. Da machen wir uns jetzt hier bloß so ein kleines Stückchen mal in Hautfarbe fertig. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen, aber ich fand jetzt Hautfarbe dafür angebracht. Und bloß so ein bisschen, dass die Augen da eben Platz finden und die Nase, mehr braucht da gar nicht sein. Du musst aber mehr einstreichen. Willst du große Augen haben? Willst du nicht? So Riesenaugen haben? Ja. Du musst sowas sehen können, der Weihnachtsmann. Ich gestalte mir jetzt erstmal ein paar so eine Gesichtsstücken vor. Wenn ihr euch die Gesichter soweit vorbereitet habt, dann könnt ihr die Mützen schon mal vorzeichnen. Also, was heißt zeichnen? Also die Fläche jetzt ausmalen, wo die Mütze eigentlich sein soll. Wo die Mütze hinkommt. Hier unten braucht man ja nicht. Also ihr könnt jetzt hier theoretisch auch noch rot malen. Malen wir einfach mal ein Stück rot, damit es so aussieht, als ob. Das sind schöne Ja, dann Holzeffekte. ist das schöne Holz weg. Aber wir malen jetzt einfach mal einen rot an und die anderen lassen wir dann. Ihr könnt jetzt die gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt da auch die Materialien benutzen, die ihr gerne möchtet. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, um jetzt diese Holzstückchen hier zu gestalten. Lasst da einfach eurer Fantasie freien Lauf. Klebt da drauf, was ihr draufkleben wollt. Probiert einfach mal verschiedene Sachen aus. Und dann seht ihr am Ende, was am schönsten aussieht. Und davon könnt ihr dann 100.000 Stück machen. Und die dann verschenken, verkaufen oder was auch immer. Für den Bart habt ihr jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten, um Bart zu gestalten. Also ihr könnt ihn einfach in Weiß anmalen, so wie ich das jetzt hier mache. Oder ihr habt die Möglichkeit, eine Spachtelcreme zu nehmen oder wie heißt denn das noch? Dann gibt es so Schneepasten verschiedene oder 3D-Spachtelcreme oder sowas. Also da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, was ihr benutzen könnt. Sucht euch eine Variante aus, die ihr haben möchtet. Ich probiere jetzt hier auch mal verschiedene aus, um das so zu gestalten. Und dann sehen wir nachher am Ende, was am schönsten ist. Ihr könnt natürlich auch den Bart ankleben aus Filz oder aus, wenn ihr so ein, wie heißt es, Plüschzeugs habt, da könnt ihr auch so ein Plüschzeugs ranmachen. Oder ihr macht mit Wolle euch dann Bart und solche Sachen. Ich habe jetzt hier oben mal ein bisschen Wolle. Mal gucken, ob wir das mit Wolle hinkriegen. Kommt natürlich auch immer auf die Wolle an, die man hat. Oder auf das Häkelgarn. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier wieder heißt. Am besten Watte. Ja, wenn man Watte im Haus hat, wofür braucht man heutzutage noch Watte? Ich Ich kann Weihnachtsmänner bauen. habe einfach keinen im Haus. Hab sowas einfach nicht. Die können doch die anderen Leute nicht dafür. Nee, kann keiner was für. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Könnt auch Watte nehmen. Bist du jetzt sauer? Wieso, was jetzt aus? Nein. Wer ich gesagt habe, Watte nehmen? Nö. Aber sowas habe ich halt nicht im Haus. Also man muss immer das nehmen, was man gerade hat. Verbasteln. Man muss sich nur irgendwie zu helfen wissen. Also es gibt immer einen Weg, selbst wenn man irgendwas versaut hat, es gibt immer wieder einen Weg, Wieder nur mehr zu versauen. noch mehr zu versauen. Gib dem Stück ruhig endgültig den Rest. Nee, es geht auch immer wieder irgendwie noch,
auszubügeln und irgendwas draus zu machen. Das ist ja ein Buschelbart. Das ist jetzt ein Buschelbart, ja. Wir müssen noch stutzen bestimmt. Meinst du noch ein bisschen stutzen? Weiß ich nicht. Ja. Ach ja, nicht schön, aber selten. Jetzt habt ihr dann verschiedene Varianten, Möglichkeiten, um eine Nase zu malen. Ihr könnt einfach bloß so eine Nubbelnase draufmalen. Ihr könnt die Augen aufmalen, wenn ihr möchtet. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Kann man natürlich auch wieder in verschiedenen Formen aufmalen. Gibt es jetzt so viele Möglichkeiten, um da irgendwas zu machen. Ihr könnt auf den Bart einen Mund drauf malen. Kann auch einen Mund im Bart haben. Hat er ja eigentlich auch. Hat ja trotzdem einen Mund, auch wenn man nicht sieht. Ihr könnt dem Weihnachtsmann auch einfach eine rote Nase verpassen. Dicke rote Knollennase. Und dann wieder Augen drauf malen. Oder ihr könnt da Wackelaugen drauf kleben. Dann kann man solche Wackelaugen halt drauf kleben. Ist vielleicht für Kinder am einfachsten. Also diese Teile könnt ihr auch super wieder mit Kindern basteln, weil denen das wieder super Spaß macht, solche Teile hier zu machen. Ist jetzt einigermaßen gleich groß. Wackelaugen. Ja. Ihr könnt denen auch rote Bommelnasen aufkleben. Es gibt ja solche Pompons fertig. Sieht auch cool aus. Ja, noch einen. Die Bommel, die sind auch immer cool. Die kann man auch für so viele verschiedene Sachen benutzen. Hier machen wir da unten einen Bommel dran. Wenn du ihn hast. Jo, jetzt haben wir gleich. Bommel dran. So. Dann haben wir die Gesichter schon mal soweit fertig. Ja. Jetzt malen wir die Mütze noch ein bisschen so, als wenn hier so ein Knick dran ist. Als wenn wir, also wir haben hier so eine spitzen Mützen, als wenn das hier so ein bisschen abgeknickt ist halt. Da brauchen wir bloß einen. Na, aber das würde ich nur bei der einen machen, dann die anderen kannst du doch so lassen, oder? Ja, bei dem dicken hier mal dicken. Ja? Ja, das müsst ihr nicht machen. Aber ich fand es witzig, wenn die so abgeknickt aussehen. Ja, ist auch eine Variante, ja. So. Und dann könnt ihr hier an den Mützen auch noch so Bommel dran kleben. Also entweder solche Pompons wieder. Die finde ich ja ganz cool. Ihr könnt die auch oben einfach rankleben. Hier oben halt ein Bommel mit dran. Der hier kriegt einen richtig großen, dicken Bommel. Oben. Also da müsst ihr euch ausprobieren, wie ihr das am schönsten findet, wo der Bommel hin soll. Das werden eure Kinder euch schon sagen, wie ihr das findet. Das sowieso, die werden verschiedene Sachen ausprobieren. Und da sind 20 solche Holz, also Birkenstämmchen Abschnitte drin. Also könnt ihr da 20 verschiedene basteln, wenn ihr euch so ein Set besorgt. Und dann können die Kinder austesten bis zum Umfallen. Noch so kleine Highlights setzen, so kleine weiße Punkte irgendwo noch mit hin in die Augen, oder wenn er eine Nase gemalt hat, kann man das auf die Nase machen. Die rote. Jetzt übertreibst du aber. Ja. Ja. Kann man machen, wie man möchte, muss man nicht.
So habt ihr dann jetzt mal ein paar verschiedene Varianten, was man alles nutzen kann. Wie gesagt, auch noch Plüschbad kann man machen oder Filz oder klebt da einfach was ran, was euch gefällt oder malt's an und testet das mit euren Kindern, probiert's aus. Die haben da den ganzen Tag ihren Spaß dran und in dem Sinne bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.